Bisher bei Alan Wake. Alice war entführt worden. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie! Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ja, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent, Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Alan Wake. Letztes Mal Chapter 2 beendet, diesmal starten wir in Chapter 3. Und beginnen auch direkt durch. Ich habe mich informiert, es gibt 6 Chapter, das heißt wir haben ein Drittel hinter uns bereits. Finde ich eigentlich schade, denn das Spiel macht mir richtig Spaß. Wie man ja vielleicht auch merkt. Helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, Elle, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Und das meiste davon hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, okay. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. Einige stand er sei ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Okay. Ist deswegen vielleicht, steht an manchen Stellen immer Tom Sie, Writer. Ich bringe Sie zum Wohnwagen von Rose. Und er hinkt. Das kann kein Zufall sein. Wird er bestimmt später auch noch übernommen und zieht eine Kette hinter sich her. Ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dürfte Rose jetzt nicht alleine sein. Da dürfte jetzt die kleine, garstige, schwarze Frau daneben stehen. Wobei die jetzt wahrscheinlich nicht mehr daneben steht. Rose hat ein umgekipptes Boot in ihrem Garten. Ein Hund. Ja, verrückt. Morgens war er einfach da, als sei er vom Himmel gefallen. Aber es würde einen Tornado brauchen, um so etwas anzuheben. Verdammtes Glück, dass er keinen Wohnwagen getroffen hat. Aha. Hier sind wieder schwarze Flecken. Folgen Sie mir. Es ist nicht weit. Machen wir aber keinen Schaden. Wo ist er denn? Hier. Geh weiter. Randolfino. Klopft's irgendwo? Randy stops. Es kommt noch besser. Ein Mädchen aus dem Ort, Barbara Jagger, war nur eine Woche vorher im Cauldron Lake ertrunken. Sie waren ein Paar. Klar, Jagger ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe.
Sie holt einen in der Dunkelheit. Kindisches Zeug halt. Aber jetzt, Al, komme ich zum Allerbesten. Kleine schwarze Frau. Alle diese Artikel wurden von Cynthia Weaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Was, die Lampenlady? Ist manchmal ein bisschen verrückt, aber die ist nicht obdachlos oder so. Ja, jedenfalls kannte sie Jagger und Zane, bevor beide umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Okay. Ja, die kam mir eh schon immer ein bisschen strange vor. Ich vermute auch mal, dass die noch eine Rolle spielt. Kann die uns bestimmt weiterhelfen. Dann weiß die bestimmt, wer die Lady in Black ist. Hier wohnt sie? Ne, da wollte ich nur mal gucken. Dann gucken wir doch auch mal. Geht das zu öffnen? Nö. Jojo, bleib mal nicht stehen, mein Freund. Wir sind dahinter. Ach, ist das schön. Es ist Tag. Der Himmel ist grau. Aber egal, es ist immerhin hell. Das ist doch schon mal was. Mir das Sonnenlicht so zu schätzen. Darf ich fragen, was Sie von ihr wollen? Wir wollen nur mit ihr reden, Kumpel. Okay. Wie steht der Nachname? Rose Marigold. Vielleicht sollten wir uns erstmal im Garten umgucken. A la L.A. Noir. Kann man mal in irgendwelche Fenster reinschauen. Ich wechsle mal die Seite. Weiß sie nicht. Da ist sie auch nicht. Aber wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Vielleicht macht keiner auf und wir müssen nachschauen. Nee, die Tür ist zu. Okay. Waffen kann ich noch nicht aussehen. Das war ja letztes Mal auch so. Da ist sie. Und sie ist allein. Oder? Neben ihr steht ein Thermoskanne. Ist doch schon mal gut. Können wir die gleich auch schon mal mitnehmen? Na, dann wird mal geklopft hier, oder? Mr. Wake. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Rose, Sie haben ein Manuskript? Oh. Oh ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Oh Mann. Der muss das doch merken. Hey, das ist ja echt gut. Rose. Ja? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich habe verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die sie inspiriert. Arthur Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, hey, was ist... Oh. Oh nein. Barry! Was? Okay. Und wir haben auch getrunken. Oh nein. Ist hinter ihm her, versteckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Das Licht anmachen. Eine ganz spontane Vermutung. Zurück an die Arbeit. Los! Sie ist die Frau von dem Tom damals. Das Licht, das mir in der Dunkelheit hilft. Wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Ich kann Realität und Traum nicht mehr unterscheiden. Aber eine imaginäre Lektorin hilft mir. Eine alte Frau in einem Trauerkleid.
Ich nenne sie Barbara Jagger. Sie ist sehr streng. Ich schreibe immer schneller. Mein Manuskript wird stark überarbeitet. Es wird immer extremer, immer weniger von mir und immer mehr von ihr. Ich hasse es, aber ich weiß, sie hat recht. Sie sagt, dass ich so Alice retten kann. Sie weiß mehr als ich über die komplizierte Beschwörung, die ich vorhabe, über diesen Ort. Sie hat so etwas mit einem anderen Autor schon einmal gemacht, mit Thomas Zane. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Ich bin nah dran, ich fühle es. Mhm. Sie hat so etwas schon mal gemacht mit Thomas Zane. Da bin auf jeden Fall ich. In mehrfacher Ausführung. Das ist doch hier auch so ein typisches Ghost-Zimmer, oder? Schön in Pink gehalten. In dem wir mal gucken. Rose hatte mir einen Tag gestohlen. Der liegt immer wir blieben noch weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Ach, hier sind wir reingekommen. Okay. Na, dann muss die doch hier irgendwo gestanden haben. Dann muss doch hier irgendwo die Flasche sein. Nein, da. Da sitzt sie völlig apathisch. Willkommen im Odeer Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Kaffee. Irgendwie konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen und hinterließ Spuren. Das erste Nachfüllen ist kostenlos. Milch und Zucker stehen dort drüben. Möchten Sie das Tagesangebot hören? Nichts mehr. Danke. Barry, steh auf. Komm schon, Barry, wir müssen los. Barry war erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Er ist am Ratzen. Er tragen würde ich den nicht. Gut. Oh nein, es wird schon wieder dunkel. Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit. Die Zeit? Drängte. Die Zeit drängte, okay. Mr. Randolph mochte Rose, ihr kleines Lächeln, wie süß sie noch war, obwohl das Leben so sehr versucht hatte, sie zu verbittern. Es ging ihn nichts an, was sie in ihrem Wohnwagen trieb, aber diese Fremden, der Schreiber und sein vorlauter Partner, sie sahen nach Ärger aus. Und waren dort nun schon seit Stunden drin. Dabei schlief sie sonst um diese Zeit. Er rief das Büro des Sheriffs an. Okay, das klingt doch gar nicht schlecht. Zum Auto gelangen. Wir haben keine Waffe, wie er selber schon gesagt hat. Das Auto ist in dieser Richtung. Gehen wir doch mal hier rum, oder? Hier geht's hier auch lang. Nee. Dicker Stein. Schäde. Hier ist auch zu. Hier ist ja leider ein Schiff hingefallen. Oh, das ist eine Reihe. Ich war gerade kurz frische Luft schnappen und ich sage euch, das Wetter wird heftig. In Nächten wie dieser bin ich besonders froh, hier im Studio und nicht zu Hause zu sein. In solchem Wetterumschwung wälze ich mich nur hin und her, an Schlaf ist nicht zu denken. Ich quäle mich mit düsteren Gedanken herum, die manchmal sogar in Albträumen enden. Geht es nur mir so? Vielleicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch die Nacht etwas angenehmer machen kann. Hallo, Sie sind auf KBFFM. Hey Pat, hier ist Walt Snyder. Ah, was gibt's, Walt? Sie klingen, als hätten Sie Probleme, Walt. Ja. Ich hatte einen Streit mit Danny. Sie kennen ja Danny. Und dann hatte ich Ärger mit der Polizei, wissen Sie. Und ich bin einfach... Naja. Ich habe davon gehört, Walt. Ja, ich
war gerade draußen und habe mir den Himmel über dem Studio angesehen. Da musste ich dasselbe denken. Worauf warten Sie, Walt? Ich weiß nicht. Irgendwas wird passieren. Ich sollte besser hier verschwinden. Hey, Walt, vielleicht... Nein, danke, Pat. Ja, dann viel Glück, Walt. Und nicht unterkriegen lassen. Machen wir eine kurze Pause. Das Wetter macht einen wirklich fertig, was? How can I be sure?